meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, und weiter geht es mit Kommentaren zu Kommentaren. Wir sind inzwischen angelangt bei der Folge 126, die richtig gut bei euch angekommen ist. 43 Kommentare, also eine ganze Menge. Kein Wunder. Neptuns Dank, da haben wir uns ja lange aufgehalten, da habe ich euch ja ausführlich alles gezeigt, insgesamt 5 Folgen. Und dann ging es endlich weiter mit normalen Bauarbeiten. Schauen wir hier. Da ist die, weiter geht es in Berberdorf. 2 Gebäude habe ich da euch vorgestellt, ein paar Details noch. Dann gab es noch einen Überblick über die Planung. Und auf ein Rätsel bin ich gestoßen. Ach genau, das war das Ding, wo ich mich da mit Pistons das erste Mal versucht habe und da versucht habe, die Schienen zu verschieben. Ja, hier haben wir ein paar entfernte Kommentare. Immer das gleiche, kurz nach Mitternacht. Ja, ich lade halt meistens kurz nach Mitternacht hoch. Ja, damit halt die ersten schon am Morgen gucken können und über den Tag verteilt und abends dann sind dann ja die meisten Views eigentlich dabei. Dann, genau, das war die Zeit, in der YouTube massive Datenbankprobleme hatte, wo also die Views nicht richtig gezählt wurden, die Statistiken nicht sauber liefen. Das ist inzwischen durch. Da funktioniert alles wieder. Dann hier von FD Lord GGV. Muss sagen, ich finde einfach, dass die letzten Part etwas langweilig waren. Gut, war ja reines Let's Show, reine Stadtführung. Und das über 5 Folgen, fast alle mit Überlänge. da muss ich sagen, natürlich habe ich euch da schon einiges zugemutet. Ja, finde das aber auch klasse, dass ihr da so durchgehalten habt, ganz ehrlich. Ja, hat er recht, wenn er das sagt. Aber sagen, warum kann ich irgendwie nicht? Es muss mir passieren, auch wenn es kein Let's Play ist, muss irgendeine Aktion machen. Okay, für 1-2 Folgen mit Freunden. Ja, es geht ja dann auch weiter eben mit dem Bauen. Neptuns Dank, da war halt eben auch viel zu zeigen. Und so eine Sachen dann hier für 1-2 Folgen vielleicht mit Freunden im Multiplayer als Rollenspiel oder in der Art oder ein Let's Play Together. Mal schauen, vielleicht mache ich mal sowas auch. Ja, momentan sind wir ja gerade dabei. Ich habe gerade die Folge 136, werde ich gleich hochladen. da machen wir ja weiter mit unserer großen Entdeckungstour. Und wir hatten ja dann hier danach in den Folgen den Weiterbau am Berberdorf und dann natürlich die klasse Aktion mit der Dengstehöhle und dann auch noch die Minecart-Strecke in Karabatabana mit der Höhle dabei, der Bahnhof. Na, also da gab es dann in den nächsten Folgen schon wieder was zu sehen. Da achte ich schon drauf, dass da einfach Abwechslung für euch dabei ist. Auch wenn ich euch manchmal, das muss ich ja auch hier hart gestehen, mit der Neptuns Dank mal ganz schön rannehme. No? Oh, so Boxen kaputt. Schon wieder von der Seite. Ja, Superflumi hat mich hier erst vor kurzem gefunden und schaut sich natürlich die neuen Folgen an, klar. Dann hier Daniels aus SMG hat wahrscheinlich mal gefragt, wie ich das hier mit den Türen oder Koteletts stacken mache. More Stackables, das ist der Mod, den ich dafür verwende. AKT auch inzwischen sowas wie ein Stammkommentator bei mir geworden. Danke dafür, für die Unterstützung. Und was haben wir hier? Von Lugi und viele, viele Ziffern dahinter. Ja, Neptuns Dank ist das so. Er schaut meine Videos gerne, wenn ich etwas baue. Und das Zeigen von Neptuns Dank ist sehr träge. Ja, hat er recht, hatte ich ja auch gerade angesprochen. Auch wenn ich Höhlen erforsche. Na, da hoffe ich, habe ich ja mit der Dengstehöhle und mit der Höhle hier unter der Minecart-Strecke zwischen Karabatabana und Neptuns Dank doch hoffentlich einiges an Unterhaltungswert für euch.
Er hat ja natürlich recht, es ist eben ein Showplay und kein reines Let's Play, wobei Höhlenerkundung eigentlich natürlich auch in jedem Let's Play vorkommt, in der Länge, wie ich das mache. Ja, mir und vielen anderen ist es auch, glaube ich, zu viel Show und zu wenig Play. Hat er in dem Punkt auch recht, wie ich es ja schon vorhin auch angesprochen habe, da 5 Folgen lang Let's Show, da habe ich euch wirklich einiges zugemutet. Aber danke. Und Daumen hoch für euch, dass ihr da durchgehalten habt. Schreibt hier auch, ich fände es extrem interessant, wenn du zeigst, wie du an dem Dorf weiterbaust, das Berberdorf. Am besten wäre es, glaube ich, im Zeitraffer. Ja, ich hatte es, glaube ich, dann im Video auch mal angesprochen oder in einer späteren Folge mal angesprochen. Ich glaube, genau, beim Bahnhof. Die Minecart-Strecke selber dahin, das war ja hauptsächlich Tunnel ausschachten, das habe ich im Zeitraffer gezeigt. Und ja, mit dem Bauen ist das so eine Sache, weil ich halt beim Bauen sehr viel darüber nachdenke, wie ich jetzt baue. Und ja, das wäre eine Sache, das im Zeitraffer zu zeigen, beziehungsweise halt immer so kürzere Parts zu machen, wo ich was zeige und dann in derselben Folge vielleicht auch noch eine Kleinigkeit baue oder halt nur noch ein bisschen ausdekoriere oder sowas. Denke ich mal, wird's immer eine Mischung geben bei mir und ein bisschen auf die Balance muss ich halt achten, muss halt immer ein bisschen Action für euch dabei sein und reines Let's Show immer mal so anteilmäßig dabei. Ja. Aber wie gesagt, mit Neptuns Dank, die Kritik, dass ich euch da ein bisschen viel zugemutet habe an Let's Show, ist berechtigt, ist auch angekommen. No? Dann haben wir hier, ja, kommt die Map online? Und falls ja, kann man eine Rolle einnehmen? Nein, wird sie nicht. Das ist also nicht geplant. Ich selber bin mit dem Bau der Map und dem Let's Showplay ja mehr als genug ausgelastet. Da geht also meine Zeit drauf. Diese Welt wird also eine Singleplayer-Welt bleiben. Und wenn sie dann irgendwann mal auf einen Server geht, dann gehen ja die Online-Welt auf dem Server und meine Showplay-Welt eh getrennte Wege. Ist natürlich eine Sache, die Welt auf den Server zu packen. Folge 50 gab es sie ja zum Download. Es hat sich allerdings da niemand gemeldet und gesagt, hurra, ich habe die Map auf den Server gepackt und 1000 Leuten gefällt die und die toben jetzt darum. Ich bin da also offen, wenn ich die Map zum Download freigebe, dann ist sie frei zum Download und dann könnt ihr damit im Prinzip machen, was ihr wollt. Ich würde mich natürlich nur immer freuen, wenn ich höre, was ihr mit der Welt macht. Und wenn jemand sagt, hier, ich habe die Map auf einem Server, ja, ist das sicherlich nicht nur für mich interessant. Ja, schauen wir einfach mal, was da passiert. Wie gesagt, von mir aus ist es nicht geplant, die Map online zu stellen. Neptuns Dank ist natürlich jetzt so eine Stadt, so ein Dorf. Wo man halt an einen RPG-Server denkt. Na, da gibt es ja einige, die halt eben richtig nach Regeln siedeln und spielen und wo man handeln muss, um weiterzukommen, etc. pp. Interessantes Thema natürlich, aber eben nicht mein Thema. Ja, es gibt ganz andere Ecken auf der Map, die sich für sowas eben nicht anbieten. Na, zum Beispiel das Fort Detritus oder die Strandhütte oder die Wolkenvilla, die Spinnenhöhle, die Hütte daran oder die Residenz Ransaya, die Färberei oben an der Lavahöhle, die Designhöhle, na, die Unterkunft. Das sind eher alles so Einzelspieler-Sachen und Einzelunterkünfte. Karabatabana, Neptuns Dank sind schon ein bisschen die Ausnahme, so als Dörfer. Natürlich kommt jetzt noch das Berberdorf dazu mit der Minenarbeitersiedlung. Also so um Städte, Dörfer komme ich irgendwie doch nicht drum rum. Aber die Map auf dem Roleplaying-Server zu packen, ist wie gesagt von mir aus nicht geplant. Ist aber eine Möglichkeit. Melde sich da einfach einer. No? Dann haben wir hier AKT. Wegen den Aufrufen geht es da nochmal. NPCs. Mob sein müssten. Achso, da gibt es nochmal Diskussionen. Ab Deutschland in den Ferien. Ja, spielte sicherlich auch noch rein, was die Viewzahlen angeht.
Ach, Kakteen, nicht Kaktusse. Okay, Omnibehen statt Omnibusse. Okay, machen wir. Nee. Ja, dann hatte ich ja auch angesprochen, 1.8, dass ich da also eventuell das Update eben nicht gleich mitmache, weil sich ja da einiges ändert. Dieser Adventure-Mode, der da kommen soll. Ich gucke jetzt nicht genau nach, was da jeweils angekündigt wird oder nicht, sondern lasse mich da auch ein bisschen überraschen. Schauen wir mal, wie es dann wird. Und was dann mit der 1.8 kommt. Ich werde es mal einfach austesten. Einmal meine Welt in der 1.8 weiterspielen und vielleicht in 1.8 eine neue Welt mal anfangen, so probehalber. Einfach mal sehen, was draus wird. Hier, was halt eben diese NPC-Dörfer angeht oder so eine Späße. Muss man mal gucken, was da kommt. Dann wieder hier ein Teil für die Allgemeinbildung. Das Berberdorf Berber ist kurdisch und heißt Friseur. Die Berber selber siedeln aber hauptsächlich in Nordafrika, sind also einmal quer übers Mittelmeer von den Kurden entfernt. Weiß jetzt nicht, wie. Ich glaube eigentlich mal fast, das ist Zufall. Ich glaube nicht, dass da ein ursächlicher Zusammenhang besteht, dass man jetzt zum Beispiel im Deutschen heißt es ja eben Berber, wie es im Englischen oder Französischen heißt. Weiß ich nicht, das war ja, oder das heutige Algerien, Marokko, Tunesien, so die Ecke, der Maghreb, das sind glaube ich die Gebiete, wo Berber siedeln. Vorkommen hätte ich jetzt fast gesagt, aber das trifft es ja natürlich nicht ganz. Ja, ich glaube nicht, dass die deutsche Bezeichnung Berber daher kommt, dass es auf Kurdisch Friseur heißt. Ah, aber. Interessant, haben wir alle mal ein bisschen Kurdisch gelernt. Na, falls wir irgendwo in Kurdistan dann mal zum Friseur gehen müssen, können wir uns da durchfragen. Jo, haben wir also auch den Bildungsauftrag hier erfüllt. Legendary Bimbo Affe, auch einer meiner Stammkommentoren, meldet sich hier wieder zurück. Sagt, er ist auch wieder da. Erstes Mal, das Dorf wird besser und besser, je öfter du da bist. Danke. Bezüglich den Views hat er hier nochmal. Thema sind wir ja durch. Mach weiter so, hab jetzt auch wieder Zeit zum Gucken und bis zur nächsten Folge wahrscheinlich. Jawohl, danke dafür. Ja, das mit dem Berberdorf geht halt eben so in Etappen weiter und ich lasse mir eben wirklich Zeit mit dem Bauen, bis ich eben richtig eine Idee habe, wie ich das bauen will, was ich da für ein Gebäude weiterbauen will, wie das aussehen soll und so weiter und so fort. Na, und die Zeit nehme ich mir einfach, dass die Idee dann reif ist und dann wird es umgesetzt. Ja, und solange wird halt eben irgendwas anderes gemacht. Dann, Gameplays for You. Ja, die Sache mit den Abozahlen. Ich habe ja wesentlich mehr Abonnenten als Views bei meinem Let's Showplay-Video. Und eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass es andersrum ist, dass mich mehr Leute gucken, als mich abonniert haben. Und bei mir ist es halt. Ja, doch recht krass der Unterschied. Etwa doppelt so viel Abos wie Views auf meinem Kanal könnte man auf die Idee kommen, dass ich eben Sub for Sub mache. Mache ich aber eben nicht. Sieht man auch an meinen Abos. Ja. Und dann haben wir hier, kannst du ja deine Abos auf deinem Kanal anzeigen. Genau, das ist seit dem ersten Minecraft-Video so, dass man, also seit ich den Kanal habe, sieht man da, wen und was ich abonniert habe. Von daher kann man relativ leicht dahinter kommen, dass ich kein Sub-for-Sub mache. Gibt natürlich Leute, die gucken einfach nur auf die Abonnentenzahl, gucken auf die Viewzahl und nicht weiter. Gut, kann man nur sagen, sie hatten ihre Chance. Dann, Downy meldet sich hier, hat an einer Stelle einen Block Gravel gesehen, war wahrscheinlich irgendwo die Stelle hier, 1141, ist eben auch gerade eine Panoramaaufnahme, wo man das nicht so recht erkennen kann. Ich habe das Ding wahrscheinlich auch inzwischen korrigiert. Dann von DypeLP. Ja, klassischer Kommentar, kommt immer wieder mal vor. Wieso hast du keine 20.000 oder 10.000 Abonnenten oder 100.000 Abonnenten? Das sind ein paar Nullen zu viel, aber macht nichts.
Ja, ich würde mir wünschen, dass alle deutschen Minecraft-Liebhaber von Julia zu dir gehen. Würde ich mir auch wünschen, hätte ich nichts dagegen. Na, aber es entwickelt sich ja. Na, so im Schnitt 9 Abonnenten kommen bei mir pro Tag dazu. Also ich bin da unterwegs. Und ja, wie kann man das ändern? Beziehungsweise, ja, muss halt ansprechen, da könnt ihr mich unterstützen. Wie gesagt, wie ich hier auch schreibe, na, gebt Daumen hoch für die Videos, dann tauchen die eben auch in den ja in der Vorauswahl bei anderen auf, favorisiert die Videos, na, dann kriegt halt die Automatik von YouTube mit, dass hier was Interessantes abläuft, na, und dann tauchen eben meine Videos auch bei Leuten auf, die mich bisher noch nicht gesehen haben. Und dann gucken die vielleicht mal vorbei. Und dann geht es ihnen vielleicht genauso wie Dipe LP. Schauen wir mal weiter. Inzwischen bin ich ja auch bei Van Bergen mal vorgestellt worden. Da sind natürlich auch noch einige Leute dazugekommen. Breitet sich halt aus und läuft so. Ne? Komme ich halt auch wunderbar mit klar. Ja, German Buildcraft gesteht hier, dass er bei Neptuns Dank teilweise die 5 Folgen übersprungen hat. Er guckt mir zwar gerne zu, wenn ich baue und zeige, aber ja, wie gesagt, ach, Neptuns Dank, da die 5 Folgen hintereinander, Let's Show, war schon heftig. Da habe ich euch, wie gesagt, ja, einiges zugemutet, hatte ich euch ja auch gesagt. So, weiter mit der nächsten Folge. Ja, ich unterschöpft, denkste, sagte die Höhle. Da haben wir nochmal in die Denkste-Höhle reingeguckt. Na, zweimal waren wir da vorher schon drin und auch beim dritten Ausflug haut uns die Höhle da noch einiges um die Ohren. Na, wieder eine Folge mit Überlänge. Ich hab's einfach mal so zusammengestellt gelassen. Haben wir hier irgendwo die Laufzeit drin? Ja, eine knappe Stunde habe ich euch da gegönnt. Ja, aber das Ding zu teilen wäre einfach schade gewesen. Hier haben wir eine Frage von Mr. Miffy LP. Let's Plays du nur Minecraft oder auch andere Spiele? Aktuell nur Minecraft, sieht man auch an meinen Playlists. Kurzer Hinweis, sollte ja eigentlich auf der Hand liegen. Ja, aktuell, wie gesagt, nur Minecraft, kann aber jederzeit noch was anderes dazukommen. Ne? Nur mal so unter der Hand leicht angedeutet. Psst, Gerücht. Ne? Dann hier Frage von der Unbekannte. Was hältst du davon, dass Dinecraft tot ist? Keine Ahnung, wer oder was Dinecraft ist. ist wohl ein Minecraft-Server. Und für die habe ich eben, wie gesagt, absolut leider keine Zeit. Ja. Simpson Reloaded meldet sich hier. Der hat ja auch viele meiner alten Videos oder die älteren Folgen kommentiert, hat sich da wirklich durchgearbeitet. Daumen hoch, Respekt dafür. Ja, wie gesagt, Minecraft-Server, keine Zeit. Dann, ja, zwei Sachen fehlten eigentlich nur noch. Lapis Lazuli habe ich in der Höhle nicht gefunden und einen Spawner. Ansonsten haben wir da eigentlich alles rausgeholt. Lapis kann natürlich nicht dabei sein, weil dieses Gebiet generiert wurde, bevor Lapis ins Spiel kam. Slime war nicht dabei, das stimmt auch. Ne? Aber macht ja nichts. Es war ja jedenfalls mehr als genug. Und Slime hatten wir dann später in der Höhle an der Minecart-Strecke von Karabatabana nach Neptuns Dank. Ne? Ja, Tipp zur Diamantensuche. Kann man natürlich gerne immer geben. Wie gesagt, ich selber, wenn ich Diamanten brauche, gehe ich einfach nach Neptuns Dank ins Lager am Hafen und bediene mich. Oder im Fort Detritus, da liegen auch noch 2 oder 3 Stacks Diamanten rum. Aber er beschreibt es hier schon richtig. DFL Minecraft hat dazu auch ein Tutorial gemacht, wo er das mal richtig zeigt, wie das ist. Na? Dass man sich also einfach runtergräbt bis in den Bereich, wo Diamanten sind. Und dann eben da einfach mal in jede Richtung weitergräbt. Und so kriegt man eben also relativ schnell Diamanten zusammen.
Wie gesagt, ich komme noch schneller dran, ich gehe einfach ins Lager und hole sie mir. Na? Aber wenn man eben frisch auf einer Minecraft-Map anfängt und Diamanten braucht und nutzen will, weil man eben damit die Werkzeuge dann bauen kann, da ist eben dieser Tipp ja, geeignet. Ja. Dann haben wir hier von MI ESA G vor 2 Wochen. Ja, Entschuldigung. Das mit den Viewerzahlen, ja, wie gesagt, hat sich ja inzwischen geklärt. War ein YouTube-Bug. Und ja, übrigens bei der guten Qualität deines LPs kannst du davon ausgehen, dass es nicht von dir ausgeht. Ja, danke dafür. Und Folge Freude beim Buddeln, natürlich, bleiben wir doch. Simpson Reloaded nervt schon wieder, meint er. Ja, das Mikrofon ist halt ein einfaches Billig-Headset, was ich hier habe für 20 Euro von Cytec. Hat soweit gute Dienste geleistet, ist aber eben manchmal ein bisschen überfordert, beziehungsweise ich nehme einfach manchmal ein bisschen das Mikrofon dicht, zu dicht vor den Mund, einfach aus der Angst, zu leise zu sein. Gerade auch dann im Vergleich zum Ingame-Sound, da ich das bei meinen Let's Play-Aufnahmen nicht getrennt voneinander regeln kann, jedenfalls nicht während der Aufnahme nachregeln kann. Ist das manchmal ein bisschen schwierig, knarzt manchmal und ist dieses Knarzen ist halt hinterher nicht wieder rauszukriegen. Jetzt so hier bei den 130er, 135er Folgen habe ich es, glaube ich, wieder ganz gut im Griff. Und früher oder später steht einfach mal ein neues Headset an. Okay. Ja. Oder ein Mikrofon, ein schönes. Ne? So, weiter mit Folge 128. Auf zur großen Erkundung. Ja, da brechen wir auf die große Erkundungstour auf, die wir ja momentan in den Folgen 135 und folgende fortsetzen. Ja. So, ja, hier. Ja, es lohnt sich also doch, um 2:45 Uhr bei YouTube zu sein. Da hatte ich die Folge eben kurz nach Mitternacht oder 1 Uhr oder sowas hochgeladen. Na? Und dann hier auch gleich die Zustimmung und wie es sich lohnt. Na? Dann, als bei 26:25 Uhr die Musik anfing, habe ich da. Ach ja, da hatte ich versehentlich. Ja. Noch leicht drin die Minecraft-Musik, die ich ja eigentlich immer aushabe, wenn ich Let's Showplay aufnehme. Aber da war sie eben halt noch mit an, ist auch im Spiel einfach angegangen. Ja, Heimweh, klar. No. Was haben wir hier? Zack, zack. Ich glaube, da bin ich einfach mal auf eine Frage von Simpsons Reloaded eingegangen, die er irgendwo in einem Kommentar gestellt hat. Ja, hier von BMX Chrisen, auch schon lange dabei, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Können Sie mal eine Karte machen, also in Minecraft? Ja, die Karten in Minecraft sind leider für meine Welt einfach ein bisschen zu klein. Ich habe damit rumexperimentiert, als ich die Lagerhäuser im Hafen von Neptun's Dank gefüllt habe. Zumindest ich erkenne auf den Karten nichts. Jedenfalls nicht so, dass ich mich anhand der Karte orientieren könnte. Und zweitens sind sie halt eben viel zu klein, um sinnvoll zu sein. Na, als Beispiel einfach mal die Strecke vom Lotsenhaus am Hafen. Wenn ich dann losziehe Richtung Bauernhaus, und das ist wirklich ein Katzensprung auf meiner Map, wenn ihr euch mal eine Folge anguckt, wo ich halt die Übersichtskarte zeige, ja, das ist einmal über die Bucht rüber, dann ist man in Karawatabana und nochmal über eine Bucht rüber, dann ist man am Bauernhaus und schon das passt nicht mehr komplett auf eine Map. Also noch nicht mal so, dass Karawatabana ganz unten ist und das Bauernhaus ganz oben. Und ja, ist für mich, wie gesagt, sind die Karten ungeeignet, deswegen nutze ich die auch nicht. Ach so, und ich bin, glaube ich, in der Folge auf der ersten Entdeckungstour immer, ich bin einfach spitz auf Lehm, um es mal so zu sagen. Deswegen markiere ich mir da so die Abbaustellen. In den ersten
Teilen oder in den ersten Versionen von Beta Minecraft war es so, dass der Lehm relativ selten war. Und das scheint jetzt aber in der 1.7 behoben zu sein. Wir sehen es ja auch hier auf der Entdeckungstour, da werden wir noch häufiger Lehm finden. So viel kann ich ja schon mal verraten. Ja. Aber ich werde mich immer freuen, wenn ich welchen finde, auch wenn ich mich dann häufiger freue. Das ist doch toll für alle. Ja. Und zack, 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 zack. Was haben wir hier? Hier kommen wir nochmal, Master Black Classic, nochmal die 5 Folgen zu Neptuns Dank. Er fand es genau passend. Eine 6. wäre auch noch gegangen, also gerade. Aber da war es zu viel. Ja gut, da hat halt jeder einfach seine eigene Grenze. Ja, da hier die Karte, von der er hier spricht, das ist eben die Cartographer-Karte, die ich immer zur Übersicht in meinen Videos nutze. Trink doch mal einen Schluck. Aktueller Rat, danke. Da hat Diddy's LP einfach mal in die Glaskugel und in die Zukunft geschaut und wusste, genau dann, wenn ich das... geht das schon wieder los. So, genau dann, wenn ich also jetzt an dieser Stelle an seinem Kommentar ankomme, haut's mir die Stimme ein bisschen weg. Ja, Sony 840 meldet sich da auch nochmal. In meinem Stadtteich gibt es Tintenfische. Ja, es gibt sie. Ich habe sie da gesehen. Es ist ja neuerdings so, dass die Tintenfische halt auch in relativ, das heißt in, nicht nur in relativ flachen, sondern in absolut flachen Gewässern spawnen und eben auch dann natürlich an der Oberfläche. Nicht uninteressant, kommt man also sehr schnell und schön an die schwarze Tinte, die man für schwarze Wolle braucht. Ja. So, 129, jede Menge Jägend. Da gehen wir weiter auf der großen Erkundungstour. Was habe ich hier in die Beschreibung geschrieben? Ja, ich habe in der Folge viel über kommende und gehende Projekte geplaudert, wieder jemanden vorgestellt und wir erreichen sogar das Ziel, das Starthaus, was ich mir als Markierung dahingesetzt habe. Schauen wir mal in die Kommentare rein. Warum ist im Vorspann der Name der letzten Folge? Weil auch ich eben mal etwas verpeile. Kommt vor, ich bin da nicht vor gefeilt. 327, ja, das ist irre. Sieht einfach mal nur genial aus. Die Stelle, ja, hier habt ihr ja den Link drauf an die Stelle im Video. Na, habe ich einfach eine Stelle, geile Stelle gefunden. Und, was war es wieder? 3 Uhr morgens? Perfekte Zeit, um eins deiner Showplays zu gucken. Danke. Minecraft-Expert.de meldet sich hier auch nochmal. Für mich bist du zurzeit der beste Minecraft-LPA auf YouTube. Danke. Er überlegt, wie er sich mir ein bisschen unter die Arme greife, mich ein bisschen pushen könnte. Danke, gerne, immer gern gesehen, diese Art von Unterstützung und ich werde einfach sehen, was kommt, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke mal, es wird stabil aufwärts gehen und mache mir da also keine Sorgen. Hab Gott sei Dank auch immer noch so die Zeit im Kopf, wo ich halt mit 20, 30 Abonnenten rumgekrebst bin und ein bisschen unglücklich war und kann mich also immer noch und richtig heftig über meine 500, 600, 700, 800 und bald 900 Abonnenten freuen und wir steuern ja auf die 1000 zu. Ach ja, ne? Es geht aufwärts. Und eben stabil, das ist das Schöne daran. Bei welcher Aufnahme hast du eigentlich nicht vergessen, den Timer zu starten? Inzwischen regelmäßig. Ich richte mich da jetzt einfach nach meinem Zeitgefühl und das passt immer so auf zwischen 20 und 30 Minuten. Jedenfalls gefühlte 20 oder 30 Minuten, auch wenn das dann mal real eine Stunde ist. Aber ich denke, ich werde das so einfach weiterhalten. Na, und mir einfach auch die Freiheit nehmen, wenn eine Folge lang wird, aber zusammenhängend einfach
genial ist oder so zusammengehört, dann kriegt ihr von mir eben auch einfach mal eine Stunde Minecraft. Fertig. Ja, ist ja nicht so, dass nicht genug davon da wäre. No. Ja, hier Cyber. Entschuldigung. Ja, ist nicht böse gemeint, aber du hörst dich ein bisschen an wie der Sprecher mit dem Satz. Klingt komisch, ist aber so. Ja, ist schon okay. Klingt komisch, ist aber so. No? So, jo, Masterplay Classic meldet sich hier nochmal. Sehr tolle Folge. Selbst Erkundungstouren, die für den Zuschauer nicht das Spannendste sind, werden bei mir nicht langweilig. Danke für das Kompliment. Ich freue mich, dass ich das so für euch gestalten kann, dass ihr einfach auch mitkriegt, wie sehr mir das Spaß macht, hier einfach die Map zu erkunden und immer wieder tolle und spannende Sachen zu sehen. Gerade jetzt hier Folge 136, 37. Halleluja, kann ich da immer nur noch mal sagen. Also, ja, ihr werdet sie gesehen haben, wenn ihr diese Folge gute Zeilen, schlechte Zeilen seht. Wie weit sie dann zurückliegen wird, weiß ich noch nicht, weil ich nämlich gerade Folge 136, 37 aufgenommen habe. 136 wird, nee, 135 ist hochgeladen, 136 werde ich gleich hochladen, nachdem ich die Aufnahme hier beendet habe. 137 muss dann noch gerendert werden. Die kommt dann am Nachmittag. Und wann diese Folge, die 15. Folge, gute Zeilen, schlechte Zeilen kommt, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich so 10, 14 Tage nach der Aufnahme ist alles ein bisschen zeitlich parallel und auseinander und durcheinander sortiert. Wie auch immer, Hauptsache es funktioniert und ihr werdet unterhalten. Das ist das Wichtige. Ja. So, 129 haben wir, dann sind wir, da hatten wir ein Toolbox-Video dazwischen. Nehmen wir doch auch gleich mal mit, die 11 Kommentare. Da habe ich einfach mal gezeigt, wie eine Folge Let's Showplay Minecraft entsteht, wie ich also das in Vegas einfach mal montiere. Und ja, Legendary Bimbo, aber mal richtig interessant zu erfahren, wie viel Arbeit du dann doch hast. Ist richtig, ich mache es ja so, dass ich eben zum Beispiel auch die Helligkeit nachregle bei dunklen Szenen oder eben in Höhlen. Und gerade bei den letzten Aufnahmen hier, so 103, 135er, 36er, 37er Folge, habe ich bei der Kontrolle gesehen, dass ihr oder dass man im fertigen Video, was dann auf YouTube hochgeladen wird, durch dieses Aufhellen teilweise mehr sieht als ich im Spiel. Das ist wirklich so. Also wenn da hinten irgendwo ein Creeper irgendwo auftaucht, kann es sein, dass ich den im Spiel aber noch gar nicht gesehen habe, aber ihr ihn eben seht, weil ich nach der Aufnahme Helligkeit und Kontrast nachregle. Ja, und das hat eben zur Folge, dass ihr eben unten in den Höhlen bei mir, bei meinen Aufnahmen, richtig seht, was da los ist. Und sogar mehr seht als ich. Ja, hier an IKT auch die Antwort, dass ihr euch da Sachen anguckt, ist eben der Sinn der Sache. Deswegen mache ich ja diese Toolbox-Videos, dass ihr da möglichst viel mitnehmt und selber umsetzt. Ja, das ist wirklich einfach dafür gedacht, um euch zu helfen, selber was umzusetzen. Spinnenhöhle, was soll mir da auffallen? Rechtschreibfehler wahrscheinlich. Ja, ist mir auch erst nach dem. Ach ja, Spinnenhöhle im Titel klein geschrieben. Jetzt weiß ich's wieder. Ha, das Kurzzeitgedächtnis funktioniert doch noch, obwohl das gar nicht mehr so kurz her ist. Eine Woche. Was ist in der Zeit auch schon alles passiert? Also eine Woche seit dieser Aufnahme und 1, 2 Wochen wahrscheinlich, bis ich diese gute Zeilen, schlechte Zeilen Folge hier dann sende. Ja. Nein, Steep habe ich nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht haben. Dann von TFVTW, vielen Dank, dass du mal ein Video über die Entstehung einer Folge gemacht hast. Gern geschehen. So könnt ihr mal vergleichen. War auch der Sinn der Sache, wenn jemand selber Videos macht, Let's Plays macht. Ja. Dass man mal guckt, wie machen das andere und dann kann man sich natürlich was abschauen. Ist ja einfach der Sinn der Sache. Ja. Ja, ich mache halt oder hab halt meinen Vorspann, den ich einfach geil finde. Ja. So aufwendig ist er eigentlich gar nicht. War ein bisschen
Vielleicht beim Basteln, aber das ist im Prinzip einfach eine Grafik im Hintergrund. Dann darüber das Wabern ist mit Vegas gemacht und dann kommen eigentlich darüber nur die Titel eingeblendet, die Textteile und schon ist es das. Ja, andere Leute machen da komplizierte, ja, oder aufwendige 3D-Animationen und so. Ja, aber ich muss sagen, mir gefällt mein Vorspann und den werde ich noch lange beibehalten. Ehe mir da was Besseres einfällt, das wird noch eine Weile dauern. Die Keyboard Heroes haben sich auch hier gemeldet zum Video. Ist gut geworden, das Video hat mir echt geholfen. Gern geschehen, dafür habe ich es ja gemacht. Ja, mit denen habe ich auch mal ein paar Mal hin und her geschrieben. Let's Plays Toolboxen sind klasse, danke. Ja, mit denen habe ich auch ein paar Mal hin und her geschrieben, konnte denen noch ein paar Tipps geben. Die haben nämlich das Problem, dass sie eine recht schmale DSL-Leitung haben. Und ja, HQ, also HD, inzwischen ja doch Standard ist und damit halt auch die Videos eine gewisse Größe erreichen. Und da eben mit dem Rendern, mit den richtigen Einstellungen, muss man einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Ja, bis man so das Passende hat. Und ich habe da einfach schon aus der Zeit mit Trackmania viel Erfahrung. Ja, dazu lernen kann man immer, richtig. Deswegen mache ich ja diese Sachen hier auch. Einfach mal, damit man sieht, wie ich es mache, wie man es machen kann. Gibt natürlich auch gerade zu Sony Vegas oder anderen Programmen haufenweise Tutorials, wie man auch wirklich geile Titel machen kann. Ja, schaut doch einfach um, macht euch schlau bei solchen Sachen. Ne? Toolbox-Video haben wir damit auch. Geht's dann also zur letzten Folge, die wir in diesem Kommentarvideo besprechen werden. Neue Minecart-Strecke und Stationen, die Folge 130. Und viel Text dabei. Genau, die neue Minecart-Station an der Strecke vom Bootshaus zur Spinnenhöhle. Genau, da habe ich ja angefangen, eine Minecart-Station so als Zwischenstation, einfach als Turm zu bauen. Entschuldigung, ich kümmere mich nochmal um meine Stimme. So, ja, in den Folgen ab 130 ging es ja viel um Minecart-Strecken, die ich einfach brauche, um die ganzen Stützpunkte und Bauten und so weiter in meiner Welt zu verbinden. Das liegt ja alles doch teilweise ein bisschen auseinander. Ja, dann habe ich in der Folge auch wieder einige LPR, Minecraft-LPR vorgestellt. Und schauen wir einfach mal in die Kommentare rein. So, was haben wir hier? Ah ja, genau. Und ich habe hier in Folge 130 auch dazu aufgerufen, dass ihr, beziehungsweise die Leute, die die ersten 30 Folgen kennen oder sich vielleicht auch gerade angucken, ja, dass die halt die Highlights dieser Folgen, aus ihrer Sicht ihre persönlichen Highlights, was hat ihnen am besten gefallen, was waren die epischsten Momente, die krassesten Fails, die schönsten Versprecher, ja, dass ihr das hier, Entschuldigung, wieder die Stimme, so, dass ihr das hier in die Kommentare reinschreibt, weil ich ja vorhabe, so eine Serie mit Zeitraffer-Videos zu machen. Einfach mal für all die Leute, die eben relativ spät erst dazugekommen sind. Wie gesagt, bis Folge 50, Folge 80 vielleicht sogar, hatte ich ja nur sowas um die 30 Abonnenten. Und der Großteil von euch ist ja erst später dazugekommen. Und damit all die Leute ja, auch mitkriegen, was da früher alles passiert ist, was da los war. Ja, deswegen also so eine, ja, Compilation-Zusammenfassung von Highlights aus den verschiedenen Folgen. Und so Pi mal Daumen eben 30 Folgen in einem Viertelstunden-Video zusammengepasst, dass man da relativ schnell als Neueinsteiger auf den aktuellen Stand kommt. Das ist also diese Idee mit den Zeitraffer-Videos und da sammle ich hier bei Folge 130 eure Meinung dazu. Deswegen eben hier, da, 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 glaube ich, als ersten Kommentar
reingeschrieben, genau, na, hier dieser Kommentar, welches waren die schönsten, epischsten, wichtigsten, lustigsten Szenen aus den ersten 30 Folgen? Und dann einfach eure Highlights als Antwort auf diesen Kommentar dazu schreiben. Na, hier zwei Vorgaben habe ich schon mal gemacht, damit ihr seht, wie es gemeint ist. Und dann kamen da schon einige dazu. Da muss ich mich auch drum kümmern, das kostet mir Zeit. Okay. No. Dann 40, ja, HSK44 hat die vorgestellt. Da gab es ein bisschen Komplikationen bzw. Verwirrung mit dem Alter. Er ist also nicht 12, sondern 21. Okay. No. Dann InX-Fan habe ich, glaube ich, bis heute nicht vorgestellt. Ich glaube, ich habe aber mal auf den Kanal aufgeguckt. Wenn ich einen Player vorstelle oder einen Kanal vorstelle, dann ich bin halt auch immer ein bisschen auf der Suche nach dem Besonderen. Und inzwischen habt ihr ja von mir diese Playlist Wichtige Basics für LPer. Und da sind eben drei Videos dabei, in denen Kanäle vorgestellt werden, die ihrerseits wieder Let's Player vorstellen. Also jede Menge Anlaufstellen für euch. No? Und als Bewerbung ist das eben einfach zu dünn. Damit steht man eben ganz hinten in der Warteschlange. Ja, so hart und ehrlich muss ich da eben auch einfach sein. Ja, Listira meldet sich hier, den hatte ich ja auch mal empfohlen. Fragt hier, wie viel Eisen ich für die Schienen verbraucht habe. Ich habe da mal in die Statistik bei mir reingeguckt, wie viel Schienen ich überhaupt habe und so weiter. No. Mit dem Lavabad muss unbedingt in die Zeit. Aber ja, das war wirklich eine schöne Stelle. Simpsons Reloaded hat ja die ganzen alten Folgen oder viele der alten Folgen auch kommentiert, da ja von ihm eben auch die Erwartung, dass er da möglichst dazu beiträgt, hier die Highlights zusammenzustellen aus den ersten 30 Folgen, weil er eben das eben noch im Gedächtnis hat. Was haben wir hier? Vendetta LP bedankt sich hier für die Vorstellung. Ebenso wie HSK44. Da haben wir nochmal das mit dem Alter. Supremix hat sich auch für die Vorstellung bedankt, auch wenn ich das nicht mitbekommen habe, weil ich ihn nicht gesehen habe. Basti 14 ist eigentlich schon mit 300 Abos recht gut unterwegs und kümmert sich auch selber darum, dass er da weiterkommt. Dann David Lightsocker meint hier, irgendwie erinnerst du mich an den Vorbuddler. Ja, Gemeinsamkeit ist einfach das Alter bei uns beiden, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt Minenarbeit ist, aber er ist halt doch natürlich, wie ich auch, halt deutlich älter als so der Durchschnitt der Let's Player und YouTube-Generation. Und von daher, da haben wir natürlich eine Gemeinsamkeit. Und da ältere Let's Player recht selten sind, ist das natürlich, erinnert man sich da von einem auf den anderen doch recht leicht. No. So, noch hier von FN Zoroark die Frage, wie machst du diese Maps? Verweis auf mein Toolbox-Video. Klassiker. Dice LP, Dive LP, deine Map ist einfach nur geil, mach die bitte online. Ja, kommt. Aber eben nicht auf einem Server, sondern als Download. Ja. Wunderbar. Damit sind wir dann auch soweit schon bei Folge 130 angekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Let's Showplay-Folgen ich hochlade, bevor die 15. Folge Gute Zeilen, Schlechte Zeilen erscheint. Aber wir sind auf der Aufholjagd immer noch wieder mal ein Stückchen weiter. Ja, bleibt dran, Leute. Genießt es, freut euch. Und ja, wie gesagt, Daumen hoch, favorisieren, liken. Empfehlt mich weiter. No? Bis dahin, adieu mit Ö.